Willkommen zu einem neuen Video von Lakimlol bzw. Tutorial. Im letzten Video habe ich euch ja diese Lok hier vorgestellt und jetzt werden wir uns quasi die andere Lok vorstellen, die nämlich quasi hinten dran ist, nämlich die da, die ist jetzt nämlich vorne dran und jetzt erkläre ich euch, wie diese Lok funktioniert. So, die habe ich euch ja letztes Mal erklärt und das ist jetzt die neue. Ja, ist ein bisschen was anders, aber wir werden das gemeinsam durchstehen. So, erstmal hier können wir jetzt erstmal den Richtungswender einstellen, nämlich auf Vorwärts. Dann Bremse sollten wir ein bisschen angelegt haben. So, dann hier erstmal Stromabnehmer ist aktiv, aber ihr könnt natürlich auch entscheiden, wo der Stromabnehmer hin soll. Nicht auf Auto, sondern auf beide. Und jetzt ist er ja immer noch hier, aber wenn ich hier jetzt auf Stromabnehmer heben klicke, dann hebt sich der auch noch. Oder wir machen es so, wir machen jetzt Auto oder vorne. Wir machen mal den vorderen Stromabnehmer. Das wird dann vermutlich der da hier sein. Schöne Spielereien. Und dann wird sich der andere hier senken. Und das ist dann der Stromabnehmer, der dann vorne ist. So. Aber da wir es ja realistisch haben wollen, nehmen wir mal Auto. Und dann hebt sich der andere. Zack. Und jetzt machen wir ja, da ja rote Lichter an sind, Zugspitzensignale. Die sind natürlich hier nicht vorhanden. Wartet. Also müssen wir wieder mal aufstehen und hier hingehen. Zu diesem Ding hier. Dann wählen wir Spitzensignale. Und dann haben wir hier das Licht, das wir hier dann dementsprechend auch, das nervt mich, auch verstärken können. So. Das ist volle Pulle und das ist normal. Quasi reduziert. So. Jetzt Innenbeleuchtung. Fahrgastraum machen wir mal auf ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich wirklich alles eingeschalten hat. Was ich natürlich nicht glaube. Natürlich nicht. Ich schätze mal, das war der. Oh Gott, hier, die laufen jetzt schon aus der Tür. Meine Güte, dann öffne ich halt die Türen. Kann ja nicht so schwer sein. So. Türen öffnen tut ihr mit dem da hier. Erstmal alle verriegeln, damit er mir nicht auf die Nerven geht. Ne, natürlich nicht. Tut ihr auf links. Hier das L ist links. Und dann auf Türen freigeben. So. Und jetzt müssten sich alle Türen öffnen. So. Jetzt gehen wir auf den anderen Bahnsteig, weil hier wird viel zu los sein. Was würde ich nochmal machen? Ah ja, also ihr könnt die Beleuchtung nur in diesem anderen Teil. Oh Gott, hey, wie lang der ist. So, lasst mich durch. Könnt ihr quasi nur hier einstellen, die Beleuchtung. Dann ist sie aber wirklich nur hier drin und nicht auf den anderen Dings hier. Und das funktioniert auch nicht, wenn ihr diesen. Oh Gott, hier, diese Menschen gehen mir ganz schön auf die Nerven. Also das funktioniert auch nicht, wenn ihr hier irgendwo im Spind was macht oder im keine Ahnung was. Ein ICE fährt ab. Oder bremst hier gerade. Ja, bremst hier gerade. Also reger Verkehr in Aachen. Und das schalten wir eh aus. Aus damit. So. Ist aus, nicht, aber trotzdem. Wir gehen wieder zurück zur Lok. Rup, rup. Bam, badam, badam, bam, badam, bam. So. Hier sind wir schon wieder bei der Lok. So, und können hier rein. So, Türen verriegeln können wir schon mal. Das wird dann so aussehen.
So, gut. Jetzt haben wir hier Bremsen lösen. Das ist ganz wichtig, sonst fährt er nicht. Das hier ran. Hier Stromabnehmer und so weiter sind schon gehoben. Start wurde schon gemacht. Die AFB weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe hier noch. Oh Gott, hier. Ich will jetzt mal gucken, ob ich hier jetzt finde, wo die AFB ist. Ja, AFB. AFB, AFB, AFB. Gut, AFB ist aktiviert. Das wird uns nämlich jetzt sehr helfen. So, AFB ist eigentlich nichts Schlimmes, außer dass er hier reguliert. So, wir stellen die AFB hierhin und jetzt wird er gleich automatisch nicht automatisch minimal. Wird er jetzt hier automatisch auf volle Pulle gehen? Ist ihm eigentlich egal. Können wir hier auf volle Pulle gehen? Immer wieder, immer, immer wieder. Und wenn er jetzt gleich die Maximalgeschwindigkeit erreicht hat, müsste er bremsen. Wir machen hier die Tür auf, damit Frischluft reinkommt. Ne, ist die falsche Tür. Wir machen mal die hier auf. So, und jetzt müsste er hoffentlich. Ja, er regelt runter. Also auf jeden Fall, die AFB ist ganz schön. Ja, vorteilhaft. Und ich kann sie dann noch dementsprechend. Die PZB brauche ich nicht, aber er regelt hier angenehm die Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt hier wieder 50 gehe, nee, 50, 55 dann eben. Bremst er hier angenehm runter. Ganz entspannt, angenehm. Ich kann hier auch auf 160 gehen. Und dann gibt er jetzt gleich Vollspeed. Aber wir wollen ja nur so viel. Und dann bremst er ja jetzt automatisch runter. Auch wenn wir hier runterfahren, da wird er das auch automatisch runterregeln. Auf Hamburg ist es noch krasser zu sehen, weil es da wirklich bergab geht. Und. Ja, wir können ein bisschen schneller fahren. Also theoretisch braucht ihr nur die AFB hier einzurichten. Wo ist sie? Natürlich finde ich sie wieder mal nicht. Das ist ja klar geworden. So, wo bist du jetzt, AFB? Hier, AFB, einfach nur auf Einschalten. Die Beleuchtung kann auch nicht schaden. Auf jeden Fall AFB einfach nur einschalten bei dieser Lok, dann habt ihr wenig Probleme. Und das geht euch auch nicht auf den Geist. Und ja, ich habe es auch erst gerade herausgefunden durch ein YouTube-Video. Habe ich auch gerade erst herausgefunden mit der AFB. So. Bald können wir jetzt 140 fahren, obwohl, wisst ihr was? Ne, natürlich nicht. Ich muss hier natürlich die AFB auf 160 tun. Hier ist ja ein schöner Platz, also können wir hier auf 0 beschleunigen. Oh Gott, hier, da ist schon der nächste Bahnhof, aber ich will eigentlich noch vor dem Bahnhof enden. Was fahre ich denn hier? Nee, einfach nur steht da nach Aachen. Ist mir egal. Ich will einfach nur zum Stehen kommen. Lololololol. Wirst du wohl mal zum Stehen kommen? Hallo? Oh Gott, hey. Das funktioniert mal wieder besser, als ich es mir vorgestellt habe. Auf volle Betriebsbremse. So. Naja, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. War bestimmt auch wieder ziemlich lang.
Jetzt wisst ihr, wie man diese Lok bedient. Ich habe auch wieder was Neues gelernt, was AFB angeht. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, Le Kim Lol.